und in der Landschaft sein. Joggingstrecken mit Hase und Reh, viel Platz fürs Gärtnern auf gutem Boden und der Blick kann weit über das Land schweifen. Das sind Vorstellungen von Städtern, wenn sie vom Landleben träumen. Auch die Menschen vor Ort nennen die Ruhe und die schöne Landschaft als Grund, dort zu leben und das Leben zu genießen. Landschaft ist mit Emotionen verbunden. Und welchen Nutzungen der Boden unterliegt, ist oft eine Streitfrage. Der ländliche Raum wird hocheffizient genutzt. Jedes Fleckchen Erde hat seine klare Bestimmung. Die Landwirte wollen wirtschaften, der Hochwasserschutz will funktionsfähige Deiche, die Naturschützer wollen Arten bewahren, Bewohner und Erholungssuchende wollen die schöne Landschaft genießen, Gewerbetreibende wünschen sich gut erschlossene Gewerbeflächen und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen freuen sich über möglichst hohe Gewerbesteuereinnahmen und Bauland. Die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen miteinander zu verbinden, eine gelungene Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Genusslandschaft zu finden, wird die Zukunft der kleinen Städte und großen Dörfer mitbestimmen. Das kluge Zusammenspiel aus Naturschutz, Wirtschaft, Freizeitangebot und Infrastruktur. Vielfältige Landschaften zeigen, wie sich unterschiedliche Nutzungen zu einer produktiven und schönen Landschaft verbinden. Wir haben in den Gemeinden unterschiedliche Formen dieses Zusammenspiels gefunden. Vom funktionierenden Nebeneinander über konkrete Kooperationsprojekte bis hin zur gesetzlich festgelegten Modellregion. Das funktionierende Nebeneinander. Auf der 8 Kilometer langen Fahrt von der Stadt Meldorf zur Nordseebucht mit Badestelle passiert man den Sommerdeich. Dahinter beginnt eine ganz eigene Welt aus Feldern, Wasserflächen und Wiesen voller Vögel. Der Naturschutzbund informiert in seinem Informationshaus Wattwurm über das Schutzgebiet Kronenloch. Nebenan finden im Speicherbecken Windsurfer einen idealen Spot. Hier kann jederzeit gesurft werden, ohne auf die Flut warten zu müssen. Eine Absperrung markiert das Reich der Vögel. Um das Hafenbecken finden sich einige Gewerbehallen, eine Segelmacherei, eine Lagerhalle für kleinere Boote und der Bauhof des Landesbetriebes für Küstenschutz. Der Speicherkog ist ein gutes Beispiel dafür, wie sanfter Tourismus, Naturschutz, Wirtschaft, Hochwasserschutz und Freizeit nebeneinander und miteinander funktionieren können. Die konkrete Kooperation. In Berlin, einem Dorf der Gemeinde Amt Neuhaus, lädt uns Herr Niederhoff auf eine Safari mit seinem Geländewagen ein. Der pensionierte Biolandwirt beweidet mit seinen 180 Heckrindern und Konigpferden die Sudewiesen. Das Land stellt ihm die Stork Foundation, die sich für das Überleben der Weißstörche einsetzt, kostenfrei zur Verfügung. Durch die Beweidung wird hier ein optimaler Lebensraum für den Storch und andere Tiere und Pflanzen erhalten. Zutritt ist möglich. Wer sich traut, kann in die Wiesen laufen und sich den wilden Tieren nähern. Etwas ängstlichere Besucher können die Tiere von Türmen aus beobachten. In den umliegenden Restaurants stehen Fleischspezialitäten aus den Sudewiesen auf der Speisekarte. Ein beispielhaftes Miteinander aus Landwirtschaft, Naturschutz und Tierliebe. Die Modellregion. Die Gemeinde Amt Neuhaus ist Modellregion für integrierte Nachhaltigkeit als Teil des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtalaue. Zusammen mit dem Arten- und Biotopschutz steht hier die sozial- und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung des Gebietes auf dem Programm. So werden Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Natur- und Artenschutz angebahnt. Neben intensiver Landwirtschaft werden auch Flächen für extensive Kulturformen zurückgehalten. Initiativen, Projekte und Betriebe, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen,
werden unterstützt durch Beratungsangebote, Zertifizierung, Vermarktungsmöglichkeiten und eine gemeinsame Internetpräsenz. Die bekannten Konflikte zwischen Naturschutz, Wasser- und Landwirtschaft und den Bewohnern gehört auch hier zum Alltag. Die Region lebt modellhaft in einem fortlaufenden Aushandlungsprozess. Vielfältige, lebenswerte Landschaften sind strukturreich. Sie sind zugänglich und können erobert werden. Der Trend geht zurzeit aber häufig in eine andere Richtung. Immer weniger Betriebe bewirtschaften immer größere Flächen. Oft mit nur einem Anbauprodukt. Die riesigen Felder sind wie große Industrieflächen. Im Sommer vielleicht etwas hübscher anzusehen, aber genauso unzugänglich. Sie bieten kaum Durchlass für die Menschen und eine magere Nahrungsquelle für Insekten und andere Tiere. Widerspenstige Strukturen. Doch es gibt kleine Orte, die sich wehren, und widerspenstige Strukturen, die sich der Monotonie widersetzen. Sie können ganz unterschiedlich sein. Kleine Waldstücke, grüngesäumte Bachläufe, Schrebergartenkolonien, Streuobstwiesen, feuchte oder sandige Böden, die sich nicht zur Bewirtschaftung eignen, bis hin zu extensiv bewirtschafteten Wiesenlandschaften. Die kleine Stadt Schlotheim zum Beispiel wird von einem Kranz aus Gärten und kleinen Grundstücken umgeben. Darunter finden sich Blumenfelder, Spielwiesen, kleine Hütten, die Jugendliche zum Feiern nutzen, Emu-Weiden und vieles mehr. Diese Strukturen bilden einen wichtigen Puffer zu den effizient genutzten Landschaften und machen vor allem eine hohe Lebensqualität aus. In der Gemeinde Amt Neuhaus setzt sich der Verein Konau 11 mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Lüneburg für den Erhalt der Streuobstwiesen und Obstbaumalleen ein. Ehrenamtliche Baumpaten fühlen sich für die Bäume verantwortlich und in der vereinseigenen Mosterei wird aus den Äpfeln und Birnen Saft und Marmelade hergestellt und verkauft. Gute Wege. In den 4 untersuchten Gemeinden spielen die Landwirtschaftswege eine wichtige Rolle. Sie sind wichtige Wegeverbindungen und Freizeitrouten. Sie erschließen erst die Landschaft, machen sie erlebbar. Was wäre unsere Landschaft ohne Forst- und Landwirtschaftswege? In Gerabronn gibt es den sogenannten Panoramaweg mit einem grandiosen Blick über die hügelige Landschaft. In Meldorf bildet ein schöner Weg den Übergang von Siedlung zu unbebauter Landschaft. Er führt direkt in die Feldlandschaft, leider nicht bis ganz ans Meer. Diese Verbindung sollte weitergedacht werden. Andernorts folgen die Wege landschaftlichen Elementen, wie in Amt Neuhaus den Deichen oder in Schlotheim den Bachläufen und ehemaligen Gleisen. Mit guten Wegen und Menschen, die ihre Landschaft genießen wollen, kann eine Spazierraumkultur gedeihen. Die Bewohnerinnen und Bewohner berichten von besonderen Orten in der Landschaft, die sie regelmäßig aufsuchen. Wir nennen sie hier mal die OH-Orte um die Ecke. Sie sind Anker in der Landschaft. Meist bieten sie eine Möglichkeit, sich aufzuhalten. Die einfachste Ausgestaltung ist zum Beispiel eine Bank an einem schattigen Ort. OH-Orte können besondere Aussichtspunkte sein, aber auch zu Aktivitäten einladen, die mit besonderen naturräumlichen Gegebenheiten verbunden sind. Etwa Hobbyornithologie bei besonders hohem Vogelaufkommen. Es können Badestellen an Flüssen oder Seen sein, wie an der Kreinke in Amt Neuhaus oder am Wehr in Elbershofen in der Gemeinde Gerabronn. Ausflugslokale, Grillplätze oder Spielgelegenheiten, Fähranleger, ruhige Orte und solche, an denen viel passiert und sich die Menschen treffen. Eine Art prominenter Ausflugsort. Sie sind der öffentliche Raum mitten in der Landschaft. Ganz wichtig für jede Gemeinde, denn hier darf man sein. Ausnahmezustand, Landschaft erleben. Die Landschaft zu erobern, das ist ein besonderes Gefühl. Maximale Freiheit, Western, die Lebensfreude, sich frei im Raum zu bewegen.
Das gibt es viel zu selten, wenn jedes Fleckchen Erde mit Nutzungen und entsprechenden Regeln besetzt ist. Jedes Jahr am Karfreitag werden in Schlotheim beispielsweise die Felder und Wiesen abseits der Wege erobert. Beim traditionellen Kohlenschlagen wandern die Schlotheimer in Gruppen querfeldein um den Ort. Dabei wird reihum ein Stück Holz von einem Stab um die Stadt geschlagen. Eine Art Golf auf dem Acker mit Holzkugel statt Golfball. Auch in anderen Orten finden wir solche gemeinschaftlichen Ausnahmezustände. Etwa beim jährlichen Elbeschwimmen in der Gemeinde Amt Neuhaus, das vom DLRG betreut wird. Oder die Jagsthal-Wiesenwanderung in Gerabronn und Umgebung, die eine Art überregionaler Wandertag mit kulinarischen Zielen ist. Zu diesen besonderen Anlässen werden sonst unzugängliche Landschaften für eine bestimmte Zeit geöffnet. Großartige Landschaften. Die Einbindung in die Umgebung macht den Charakter eines jeden Ortes aus. Sei es die Lage im Tal, am Meer, auf der Hochebene oder am großen Fluss. Es sind starke Landschaftsräume im Zusammenspiel mit der Bebauung, die einen Ort prägnant machen. Je besser dieses Zusammenspiel erlebbar ist, desto klarer ist der Charakter. Selten aber betrachten Planende oder Entscheidende die Orte als Einheit aus Bebauung und Landschaft und übersehen dabei, wie großartig etwa die Aussicht vom Kirchturm zum Meer ist in Meldorf oder der Blick aus der Ferne auf den Dom als Scheinriese in der flachen Landschaft. Vielfältige, prägnante und zugängliche Landschaften tragen zur Lebensqualität der Menschen bei. Sie bieten Lebensraum für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt und erfüllen wichtige infrastrukturelle und wirtschaftliche Funktionen. Das klingt nicht nur kompliziert, es ist auch so. Vielfalt bedarf eines stetigen Aushandlungsprozesses zwischen den unterschiedlichen Interessen. Wie kann eine vielseitige Landschaft befördert werden? Um sich einen Überblick über die eigene Ortslandschaft zu verschaffen, hilft eine Karte. Darin werden besondere landschaftliche Einheiten ebenso erkenntlich wie die widerspenstigen Strukturen, OH-Orte um die Ecke und gute Wege. Welche Orte und Strukturen gilt es zu pflegen? Wo fehlen Verbindungen und Zugänge? Die Karte verschafft einen Überblick. Sie zeigt das Vorhandene und hilft gleichzeitig, in die Zukunft zu schauen. Sie ist Grundlage für die weitere Entwicklung der Ortslandschaft. Wie binden sich zukünftige Vorhaben ein und wie können diese gestaltet werden, um die Landschaft vielfältiger zu machen? Ein Geröllfang für den Hochwasserschutz zum Beispiel könnte gleichzeitig als Wanderpfad gestaltet werden. Oder die Instandsetzung eines Wirtschaftsweges könnte zusammen mit dem Ausbau einer Veloroute entwickelt werden. Das sind Projekte mit komplizierten Schnittstellen von Zuständigkeiten. Einmal umgesetzt, haben sie aber eine besondere Qualität. Neue Aushandlungskulturen testen. In diesem Aushandlungsprozess gibt es oftmals mehr Fragen als Lösungen. Man kann sich bei Konflikten an Vorbildern orientieren, die bereits Lösungen gefunden haben. Um vielfältige Landschaften zu gestalten, braucht es auch neue Gesprächsformen zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Wie kann es gelingen, Win-Win-Lösungen zu entwickeln und auszuhandeln, wenn sich die Fronten mal wieder verhärtet haben? Etwa mit einem neuen Format. Reihum-Dialoge unter vier Augen. Eine Art Speed-Dating-Gespräch, um die Positionen der anderen besser zu verstehen. Austausch. Wie von schöner Landschaft leben. Kleine Städte und große Dörfer fern der Metropolen haben es oft schwer, Einnahmen zur Unterhaltung ihrer Infrastrukturen zu generieren. Vor allem Regionen, die auf Naturschutz und alternative Bewirtschaftungsformen und Ökonomien setzen, fallen durch das Raster. Obwohl sie von großer Bedeutung sind, wissen die Orte oft nicht, wie sie zum Beispiel ihre Kita finanzieren sollen. Eigentlich müsste der Naturschutz für die Gemeinden ebenso hohe Einnahmen generieren wie die Erschließung neuer Gewerbegebiete. Das wäre fair, wenn man betrachtet, wie hoch ihre Erträge in den Punkten Artenvielfalt, Entsiegelung, Gesundheit und Klimaschutz sind.
Solche wichtigen Forderungen können die Gemeinden nur überregional und gemeinsam stellen. Ein Treffen der Nachhaltigkeitsregionen könnte zum Sprachrohr für die Orte werden. Im Austausch könnten Lösungen erarbeitet werden, wie die Regionen kreativ mit den Finanzlücken umgehen können. Gemeinsam könnten Forderungen formuliert und Strategien gefunden werden, wie man von schöner Landschaft leben kann. Neue Ausnahmezustände testen. Was wollten Sie schon immer mal in der Landschaft machen? Was ist Ihr persönlicher Traum? Diese Fragen könnte eine Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern stellen, um zu erspüren, was sie umtreibt, was sie sich wünschen. Zur Lebensqualität gehört dazu, dass sich die Menschen handlungsfähig fühlen und Dinge gestalten können. Im Eisenbahnerclub in Gerabronn zum Beispiel. Hier wird eine Bahnstrecke am Leben erhalten und ab und zu mit Ausnahmegenehmigung wieder befahren. Ziel ist, neben dem bloßen Spaß am Eisenbahnfahren, auch die Radwanderstrecken von Jagsthal und Kochertal anzubinden. Es können auch andere ungewöhnliche Ideen sein. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Kreinke-Mondschein-Schwimmen in Amt Neuhaus oder der Schluchtenwanderung in den Gerabronner Klingen zu den Flusstälern? Mit viel Engagement und Lust an der Sache kann so etwas gemeinsam auf die Beine gestellt werden. Vielfältige Landschaften machen eine enorme Lebensqualität für kleine Städte und große Dörfer aus. Dieser weiche Standortfaktor wird oft unterschätzt. Eine schöne, zugängliche und artenreiche Landschaft ist Raumkultur par excellence. Thank you.